Hi, meine Freunde, wir haben gerade gar keine Zeit. Wir müssen vor der Polizei flüchten. Und das, weil wir eigentlich total unschuldig sind, aber eine tote Omi ist natürlich eine Sache für sich. Jetzt sind wir natürlich wirklich am Arsch. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Hilfe! Ist okay? Super! Oh shit. Oh shit. Oh fuck, was jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Schön verarscht. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Los, der Müllcontainer. Perfekt. Los, komm! Los, halt dich fest! So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen.
Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Alles klar, das ist Kapitel 17 in guten wie in schlechten Tagen. Heimat der Gründer von Libertalien. Und da bringt Welt dein Bruder. Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Oh. Ja, es könnte schwer werden. Achso, nein. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, hier. Ein Glück ist es nur Elena und nicht Sullivan. Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja, klar.
traust du, ne? Echt unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles gemacht. Ich wollte vor allem dich tun. Klar. Ja, ich kann jetzt schlecht mit dir reden. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Probier's jetzt einfach. No risk, no fun. Okay. Tot. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar. Auf der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles gemacht. Ich wollte vor allem. Klar. Jetzt können wir nochmal mit dir quatschen. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. 400 Meter. 1200. Hunderte Meter. So ungefähr. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Und los. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja, nur. Wo lang? Ja, sehen wir uns. Hier hat's ja. Wir müssen woanders lang. Es muss hier noch etwas geben. Ja, was hat's denn hier Schönes? Erfrischend. Aber die Frisur sitzt. Vielleicht hat's ja da oben was. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Wow. Ja, beeil dich halt ein bisschen. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht, da unten. Okay. Komm her. So. Schon besser. So, perfekt. Guter Sprung! Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Jod. Los, wir sehen uns drüben. Nicht gut. Och nö, 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 nö. Alles klar!
Felix. Alles unter Kontrolle. Versuch hier rauszukommen. Ja, ja, verstanden. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Hm. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Er ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, funktioniert. Oh Mann. Dankeschön. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Hm, vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, funktioniert. Super, was nun? Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Ach ja, geht's lang, okay. Oh, Kamera, nice. Okay, wir müssen doch da lang. So. What the fuck? Oh shit, 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 shit. Huh. Hey, gut gemacht. Nichts dabei. Gerade noch so. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? So, wo ist es denn? Sieh mal, Schorlein. Die haben dein Auto. So, und von hier beenden wir den Part und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.